Bei ihm sind es nicht Rehaugen, sondern Streifenpullover, die ihn zur Kultfigur gemacht haben. Der französische Star-Designer und Couturier Jean-Paul Gaultier ist eine Mode-Ikone. Ob Spitzbusenbustier oder der Rock für Männer mit seinen gewagten und ironischen Entwürfen, hinterfragt er seit fast 40 Jahren unsere festgefügten Vorstellungen von Schönheit, Geschlecht und Erotik. Eine seiner Musen ist Conchita Wurst, die im Vorjahr bei Gaultiers Haute Couture-Schau einen großen Auftritt hatte. Heute Abend war Gaultier in Wien, um eine funkelnde Schau in der Wiener Innenstadt zu besuchen. Und in Kürze wird er hier im Studio vorbeischauen. Zuvor zeigen wir Ihnen einen Rückblick auf seine bisherige Karriere und eine Vorschau auf eine große Ausstellung über sein Schaffen in München von Nicola Eller. Gute Projektion. Klappe, Gaultier. Er ist ein Wirbelwind auf und hinter dem Laufsteg. Der französische Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier. Österreich hat es ihm sichtlich angetan. In der Wiener Dependance des Tiroler Kristallunternehmens Swarovski, mit dem Gaultier seit vielen Jahren zusammenarbeitet, präsentierte er heute eine glanzvoll ironische Modeinstallation. Mit aktuellen Haute-Couture-Roben und Variationen seiner berühmten Tattoos. Im Mai beglückte er das Publikum des Wiener Liveball mit einer fulminanten Schau seiner bisherigen Kreationen. Eine Zeitreise zu den Wendepunkten der Modegeschichte. Mit dabei auch Gaultiers Muse, die Künstlerin Conchita Wurst, die auch bei einer Haute-Couture-Schau eine Kreation präsentieren durfte. Seine Couture und mein Body führen eine Liebesbeziehung. Diese Liebesbeziehung würde ich gern noch aufrechthalten. Solidarität und Toleranz, diese moralischen Werte wurden Gaultier in die Wiege gelegt. Seine Oma, in deren Schönheitssalon er die ersten Kollektionen zeichnete, brachte ihm bei, dass alle Menschen gleich sind. Mit Puppen sollte der kleine Jean-Paul aber doch nicht spielen. Für seinen Teddybären und erste Muse entwarf er den ersten konischen BH, das spätere Bühnenoutfit von Madonna. Eines von 160 Exponaten einer multimedialen Schau, die seit 4 Jahren auf Tour ist und derzeit in der Kunsthalle München aufgebaut wird. Die Ausstellung ist ganz bewusst keine Retrospektive, sondern eine lebendige zeitgenössische Schau, die sich den Passionen von Jean-Paul Gaultier widmet. Themen, die ihn seit seiner Kindheit beschäftigen. Von allen Kulturen der Welt holt sich Gaultier Inspiration für seine Kreationen. Auch vom menschlichen Körper. Mannequins sind für ihn keine Kleiderständer, sondern Menschen, die seinen Entwürfen Leben einhauchen. Seine Mode ist für alle tragbar, unabhängig von Alter, dem Körperumfang, Hautfarbe und Religion. Der bekennende Homosexuelle kämpft für die Gleichheit der Geschlechter und gegen stereotype Schönheitsbilder. Alles ist schön und fröhlich. Er behandelt gesellschaftliche Themen mit großer Leichtigkeit und Würde. Er ist sehr innovativ, sehr theatral, wunderbar. Gaultier, der stets gut gelaunte Freigeist, sieht sich nicht als Künstler, eher als Kunsthandwerker. Eine Modeschule hat er nie besucht. 1976 gründet er seine eigene Prêt-à-Porter-Marke. Seine kunstvollen Kreationen sind eine Melange aus Experiment und höchster Schneiderkunst. Den Rock für Männer hat die Fachpresse Mitte der 1980er Jahre arg verrissen, doch Gaultier traf wie so oft den Zeitgeist. Auch für die Wiedereinführung des Korsetts hagelte es Kritik, doch Gaultier will damit nicht geißeln. Das Korsett soll als neue Form der Verführung getragen werden. Von Anfang an arbeitet Gaultier auch für die Bühne, kreiert Kostüme für den Tanz und das Theater. Bands wie Nirvana, Depeche Mode, Sängerinnen wie Kylie Minogue und Madonna vertrauen dem Designer und Stylisten. Für die Filmwelt kreiert Gaultier Roben für die Oscarnacht, wie Marion Cotillards Sirenenkleid. Der Kinoliebhaber entwarf auch Kostüme für Filme, wie Luc Bessons Das fünfte Element. Hol mir den Priester her. 2002 war der Modepriester Jean-Paul Gaultier als erster Couturier in der Geschichte ein Mitglied der Jury des Filmfestivals von Cannes. Der Erfolg ist ihm nie zu Kopf gestiegen. Vor 4 Jahren verkaufte er 60% seines Modehauses an einen spanischen Konzern. Im Vorjahr erklärte er seinen Rückzug vom Prêt-à-Porter und arbeitet seitdem nur noch für die Haute Couture. Das einstige Enfant terrible der Modebranche, dieser explosive, fantasievolle und poetische Modeschöpfer, denkt noch lange nicht ans Aufhören.
Bienvenue, Jean-Paul Gaultier. Merci de passer nous voir. Jean-Paul Gaultier, danke, dass Sie bei uns vorbeischauen. Ja, sehr gerne. Sie haben heute bei Swarovski in der Wiener Innenstadt Ihre Kreationen für das Tiroler Kristallunternehmen präsentiert. Und Sie waren oft in Österreich in letzter Zeit. Was gefällt Ihnen denn hier so bei uns? Ja, sehr viel, sehr viel. Es ist schon Jahre her, dass ich immer wieder nach Österreich komme. Und ich habe übrigens schon vor 20 Jahren einmal beim Live-Ball teilgenommen, in diesem Jahr wieder. Inzwischen war ich schon sehr oft hier und ich habe auch schon Urlaub hier gemacht und natürlich kam ich auch für die Arbeit für Swarovski, eine wunderbare Zusammenarbeit, die ich mit denen habe und auch Conchita Wurst natürlich. Wir haben auf Arte gemeinsam schon etwas dargestellt und Wien ist wunderbar. Sie sprechen gerade von Conchita. Ihr Auftritt beim Song Contest war ein historischer Moment, auch in der Gender-Diskussion und hat für wilde Auseinandersetzungen gesorgt. Aber viel früher schon haben Sie ja Röcke für Männer kreiert oder Macho-Outfits für Frauen. Sind die traditionellen Rollenbilder von Mann und Frau eigentlich tot? Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Es ist eine Entwicklung. Es heißt oft, es gibt Rückschritte zurück zum Konservativismus. Aber ich glaube, was diese Gender-Diskussion betrifft, da gibt es heute Fortschritte. Insbesondere bezogen auf Sexualität und so weiter. Die Leute sind heute viel offener. Und insbesondere die Österreicher. Wunderbar ist das. Hier ist das ein absolutes Beispiel. Ich habe das hier sehen können, auch heute wieder in Österreich. Und übrigens ist sie auch eine wunderbare Botschafterin für diese Offenherzigkeit von Österreich. Und auch jetzt mit den Flüchtlingen, den Migranten, sieht man, wie offen man hier ist. Gar nicht konservativ. Wie wir das schon gesehen haben, kurz vorher im Video, Sie haben ja experimentiert schon mit Ihrem Teddybären, mit Nana. Und wie hat Nana reagiert? Naja, das Problem ist hier, dass ich am Anfang eine Puppe hatte. Meine Eltern wollten das nicht, dann habe ich einen Teddy bekommen. Aber den Teddy konnte ich nicht als Frau anziehen, das wollte ich aber. Ja, warum denn nicht? Naja, ich habe ihm dann einfach Dinge hinzugefügt. Dann hat es mir wieder gepasst. Das war also mein Teddybär, meine erste Arbeit und das war schon meine erste Travestie, fast schon ein Transvestit, aber mir hat das gefallen. Also habe ich ihn so angezogen und dann habe ich dann das noch weiter ausgeweitet mit Korsetten und so weiter. War mein erstes Experiment und der Teddybär hat sich nicht gewehrt, also war ich zufrieden. Und übrigens, alles, was damals vor sich gegangen ist, habe ich ausprobiert. Es gab damals die Hochzeit von König Baudouin mit Fabiola in Belgien. Wunderbar, hat mir sehr gefallen. Also ich habe das alles verwendet für meinen offenen Geist. Und ich habe ihn hier nicht operieren können, also etwas tiefer. Wunderbar. Alles für Nana, also wunderbar. Ja, das war wirklich eine Tortur für den armen Teddybären. Sie haben sehr gute Beziehungen mit Ihrer Großmutter. Die war Kosmetikerin in einem Vorort von Paris. Sie war tolerant, sie war sehr liebevoll. Aber später dann, wie war das dann für Sie zum Beispiel in der Schule? Das Problem war, dass ich geliebt wurde. Meine Großmutter hat mich verehrt. Ich hatte die absolute Freiheit. Ich konnte mich ausdrücken, wie ich es wollte. Aber in der Schule natürlich war das ganz anders. Da hat man mich nicht sehr gemocht. Einfach deswegen, weil ich auch ein schlechter Fußballer war und ich war dann immer Außenseiter. Gaultier, den wollen wir nicht im Team haben und so weiter. Und ich habe mich eigentlich nicht gefühlt wie ein verhindertes Mädchen, aber andere haben das gesagt. Und einmal habe ich im Fernsehen etwas gesehen. Ich habe nämlich die Folie Bergère gesehen. Nur ein kleines Stück davon, den Anfang. Und am nächsten Tag dann in der Schule habe ich das gezeichnet. Ich habe eine Tänzerin gezeichnet mit Federn und so weiter. Und ich habe das gezeichnet. Die Lehrerin
Lehrerin kam dann zu mir, hat das gesagt. Sie war natürlich wütend, weil ich habe ihr nicht mehr zugehört. Ich musste aufstehen. Sie hat mir mit dem Lineal auf die Finger geklopft. Und dann musste ich rausgehen. Und sie hat dann mir meine Zeichnung auf den Rücken angeheftet mit einer Stecknadel. Das war natürlich eine Demütigung, aber hat auch nicht funktioniert. Denn alle haben gesagt, Jean-Paul Gaultier, den wollen wir nicht, der ist kein guter Fußballer. Aber hier haben alle gelächelt, gelacht. Ich war eigentlich gar nicht unzufrieden. Alle haben gesagt, super, zeichne auch für mich und so weiter. Und ich glaube, das hat mich dann weitergebracht. So habe ich verstanden, dass das wie eine Eintrittskarte war. Und so hat mir das die Türen zur Welt geöffnet. Und dann habe ich deswegen dieses Metier begonnen. Später waren sie dann doch aber eine Art Außenseiter, vielleicht in der Welt der Mode. Glauben Sie, dass die Mode auch eine politische Dimension oder Rolle zu spielen hat? Alles ist heute politisch, aber ich glaube, dass wir durch die Mode uns sehr gut ausdrücken können. Man denke an die T-Shirts mit Dingen, die man draufschreibt. Man kann sehr viel sagen, oft muss es gar nicht geschrieben werden. Auch wie man sich anzieht. Man beurteilt Menschen nach ihrer Kleidung. Arm, reich, früher einmal, heute ist es mehr. Heute kann es Rebellion ausdrücken. Man denke an die Punks, die haben eine klare Rebellion ausgedrückt mit ihrer Kleidung. Oder früher mal Jeans und oben schwarz, da war man ein Rebell. Oder heute die tätowierten Menschen. So kann man sehr viel ausdrücken. Man kann auch lügen mit Kleidung, man kann tricksen. Also oft ist man nicht der, den man vorgibt zu sein. Man kann bourgeois sein, man kann konservativ sein, obwohl man eigentlich ganz anders ist. Man kann sich ausdrücken mit Kleidung. Heute noch werden Sie immer noch als Enfant terrible gefeiert. Naja, terrible, so schrecklich ist das. Enfant-Kind bin ich heute nicht mehr, da fehlt schon ein bisschen. Aber jedenfalls am Anfang hat die Modefachwelt Sie natürlich zerrissen. Was hat Sie nach all dem dann motiviert, trotzdem weiterzumachen? Um ehrlich zu sein, in Paris kann ich sagen, dass ich versucht habe, dem Pariser Schick zu begegnen, mit einer Gegenströmung sozusagen. Aber dann kam sehr bald England. England hat mich entdeckt, sehr rasch. Ich glaube, ich habe 76 dort begonnen und 80 war ich schon sehr anerkannt. In England, dann auch in Japan. Und Deutschland kam Anfang der 80er Jahre dazu und ich kann mich noch an den Stern erinnern, der sehr bald dann viele Fotos von mir und so weiter gezeigt hat und auch meine Unbekümmertheit. Frankreich war viel konservativer damals. Nicht jeder wusste, dass ich echte Mode machte oder wollte das anerkennen, aber ich habe von Anfang an alles schon als Spektakel aufgezogen, das liebe ich. Und heute, wie sehen Sie denn die Modebranche von heute? Was hat sich verändert? Sehr viel hat sich verändert. Ich glaube, dass es heute so viel Marketing, die großen Konzerne gibt. Ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren hatte ich meine Kollektionen. Dann gab es Rockstars, Sänger, die in die Boutiquen gingen, die meine Kleider kauften. Und ich war sehr zufrieden. Es gab sehr viele Frauen damals, die meine Kleidung trugen. Heute ist alles anders. Jeder, der das Geld hat und die Möglichkeit hat, sich solche Kleidung zu kaufen, tut das auch. Aber nicht alle. Einige haben ihre Verträge, wie Red Carpet und so weiter. Alle sind unter Vertrag, alle sind gebunden. Heute ist es mehr als früher. Oft ist es gar nicht teuer. Es gibt auch Kopien, aber heute will man nicht wirklich sehr viel Geld immer ausgeben. Ich habe mit Prêt-à-porter aufgehört. 40 Jahre habe ich das gemacht und immer und immer mehr Kollektionen. Irgendwann bin ich dann nur in die Haute Couture gegangen. Es gab dann die Prä-Kollektion, es gab die Croisière und so weiter. Und ich habe das sehr gerne gemacht, aber heute ist es schon zu viel. Heute lasse ich den Platz ein bisschen für die Jungen. Ich mache Couture und ich mache Projekte. Wie zum Beispiel, was ich hier gemacht habe, Swarovski im Flagship Store hier in Wien. Ich habe aber auch einige Aufführungen und ich habe noch sehr viel vor.
Haben Sie einen Traum für die Zukunft? Natürlich, unbedingt. Ein echtes Spektakel. Denn eines darf ich sagen, ich war so lange in der Modebranche und es gibt einen Film, der das zeigt. Und es gibt so viele Regisseure zum Beispiel und sehr oft sieht man dann die Kleider irgendwo auf dem Kleiderbügel im Laden. Das ist aber nicht das Gleiche. Ich mag die Heldinnen in meinen Filmen. Kostümbildner, das muss auch nicht mehr sein, aber eine Revue, ein Spektakel, das würde ich lieben. Irgendwie Regisseur. Bonne chance pour ça. Viel Glück dafür, kann ich nur sagen. Viel Glück und vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Sehr gerne. Und vielleicht sollte auch der Teddybär vorkommen in meiner Show, die ich plane. Merci. Danke. Und ich möchte Ihnen noch dieses Buch vorstellen. Jean-Paul Gaultier, Herausgeber ist Thierry-Maxime Loriot. Und herausgegeben ist es, worden ist es von der Kunsthalle München. Die Ausstellung Jean-Paul Gaultier, From the Sidewalk to the Catwalk, ist ab 18. September in der Kunsthalle München zu sehen. Und dieses wunderschöne Buch, eben wie gesagt, ist dazu erschienen. Die Ausstellung bei Swarovski ist noch bis... Nein, das stimmt nicht. Gaultiers Kreationen für Swarovski sind noch bis nächstes Jahr sogar in Wien zu sehen. Ein genaues Schlussdatum gibt es dazu noch nicht. Mehr Informationen dazu finden Sie, wie immer, auf unserer Homepage.